Hallo an meinem Basteltisch. Ja, ihr seht jetzt hier schon mal dieses fertige kleine Journal aus Umschlägen. Ja, das hat mich noch ziemlich viel Zeit gekostet gestern und deshalb habe ich das Video, das letzte so ein bisschen anlassen einfach und mache dann heute das andere noch mit fertig. Ja, mal gucken. Deshalb seht ihr jetzt schon mal das Fertige und wenn ihr Lust habt, könnt ihr euch ja weiter angucken. Wie ich mich da ein bisschen mit abgemüht habe, muss ich ehrlich sagen, weil das dauert schon eine Weile. So, viel Spaß. So, ich habe jetzt diese ganzen kleinen Dinger hier schon mal alle fertig gemacht, die ich darin packen könnte. Aber jetzt war ja immer noch das hier offen, dass hier an der Stelle sowas ist. Und auch hier. Und bei dem anderen Umschlag. Und jetzt könnte man das ja so machen, dass man hier so ein Stück habe ich nämlich noch, dass man das darin setzt. Also irgendwie bis hier. Dann bis ganz oben schaffe ich es nicht. Ne? Und ich glaube, ich werde das auch mit Dingspapieren kleben. Also nicht mit nicht mit Kleber, sondern mit Klebeband. Weil könnte ich mir vorstellen, dass ich mir das irgendwie noch abziehen kann hinterher. Wartet mal. Also immer hier so vielleicht. Ich hoffe, die meine Idee funktioniert. Weil eigentlich muss ich es erstmal rinschieben, hier festmachen und dann die Ränder abmachen. Mal gucken, ob es geht. Ihr werdet ja sehen. Also, falls das dann funktionieren sollte. Dann so mit Kleber dran kriegt, das glaube ich nicht sinnvoll drin geschoben. Aber mal sehen. Okay. Ist ja immer hier. Und dann muss ich oben noch ein Band kleben. Da müsste es eigentlich gehen. Mal sehen. So, und abmachen würde ich es jetzt nur erstmal hier unten. Und versuchen, das darin zu schieben. So rum ist das. Das ist richtig. Habe ich jetzt echt eine Chance, das da noch rinzukommen und das Band abzulösen? Schaffe ich das? Oder denke ich jetzt falsch? Ich glaube, ich denke falsch, oder? Komm ich da noch rin? Wartet mal, nee, nicht so richtig, ne? Wartet, wartet, wartet. Also ich muss erst mal gucken, wie weit ich das drin schieben darf. Eigentlich nur das Stück. Genau. So, also, wenn ich das jetzt so ein Stück darin schiebe, dann überlappt das da auch und dann kann ich es hier ankleben. So, müsste ich jetzt die ganzen Bänder abziehen. Ob das geht? Ich hab gar nicht fürchterliches, oder? Warte, Käsekästchen. Na, siehst du, klebt schon an, oder? War doch nicht so gut, glaube ich. Ja, scheiße. Klebt schon an. Du solltest na ja nicht ankleben. Du solltest eigentlich erstmal so bleiben. Ich eine Chance habt ihr da so rumzuschneiden. Naja, doch, jetzt geht es. Okay, beult hier ein bisschen. Weil ich nicht aufgepasst habe. So. Und jetzt? Oh oh. Doch nicht so gute Idee. Doch. Doch, geht, oder? Ein bisschen darf es beulen. So, gucken wir mal rein. Ja, geht. Es geht schon. Da habe ich ein bisschen was falsch gemacht hier. Ich glaube, ich hätte es anders machen sollen. So. Eins hat jedenfalls schon so ein Papier da drin. Ist doch schon nicht schlecht. So, jetzt kommt der zweite Umschlag. Wartet mal, der ist hier so mittendrin. Da muss ich jetzt ganz genau aufpassen, weil das reicht gerade so hier. So schneiden wir nicht ab. Ja, auch so ungefähr hier, ne? Das reicht bis dahin und dann muss ich sehen, dass ich das da auch irgendwie hinkriege. Oh, weia.
ja. Aber ich glaube, ich mache das trotzdem auch so mit den Bändern. Die Idee war schon, glaube ich, gut. Bloß andersrum wahrscheinlich. Naja, mal gucken. So. Und oben und unten noch. So, vielleicht müsste ich seitlich erst drin machen. Mal gucken. Oder erst in der Mitte festmachen. Warte mal. Also ich muss es ja so rinschieben hier, ne? So. Guck mal, wir machen das mal diesmal anders. Wir versuchen mal so rum. Also, das Blatt nehmen und hier so hinschieben. Überlappt das hier noch? Ja, noch ein ganz kleines bisschen. Mehr nicht. Eigentlich ist es schon gerade. So, haben wir das. So. Das da. Und jetzt müssen wir sehen, dass wir das da runtergeschoben kriegen. Na, besser. Viel besser geklappt, siehst du. Okay. Ein bisschen doll? Nee, ach, ist alles gut, oder? Könnte natürlich hier noch ein Kaffeepapier mit drin machen. Nicht nur das Kleine, das ist vielleicht ein bisschen doof, wa? Sollte ich noch ein anderes rausholen? Ich glaube, ich mache das. Ich suche noch mal ein Kaffeepapier. So, dann haben wir das jetzt. Jetzt haben wir hier noch ein Kaffeepapier. Ist vielleicht besser, wenn da noch so ins drin ist, so ein bisschen neutral ist. So, dann haben wir so was. Ja. Doch okay. So, jetzt kann ich mir noch überlegen, was ich jetzt hier für Karten drin mache. Das müssten ja jetzt so eine etwas längeren sein. Und dann, ja, weiß ich nicht, was machen wir da eigentlich drauf? Witzig wäre natürlich jetzt so was hier, ne? Eine Karte machen, dann diese gepunktete. Wie viel habe ich denn davon? Ich könnte zwei gepunktete machen und zwei von diesem hier. Diese dunkle. Und dann muss ich irgendwie wahrscheinlich einen Stempelabdruck irgendwo drauf machen. Kann man das so machen? Ja. Denke schon. Ja, ich glaube, jetzt werde ich erstmal mir so ein bisschen Papier suchen, um irgendwas von wegen Karten zu machen. Ne? So, ich habe hier schon eine ganze Menge liegen, was ich jetzt für diese Karten benutzen möchte. Ich habe mir welche geschnitten, die sind 10 auf 20 und diese Papiere haben ja nie ausgereicht, aber dann machen wir das gleich. Ich habe hier so was in Beige und in diesem Roseton, den ich da weggelegt habe, diese Beige hier versuchen wir mal. Ja, ich hoffe, das wird jetzt was hier. Dieses Papier hat ja nicht ausgereicht, um hier eben mal komplett zu sein, aber das macht ja ohne. Vielleicht kriegen wir das nicht. Ich hoffe, ich kriege das hier überhaupt. Naja, das ist hier dasselbe wie immer. Wenn das so dünnes Papier ist, kriegt man das hier nicht vernünftig. Na, right. So, also nur diese Seiten hier. Toll. Ja, das ist halt nicht dafür gemacht, für so ein dünnes Papier. So, das haben wir. Und die Karte mache ich nämlich auch mit so einem abgerundeten Ecke, weil dann kann man das immer besser rein und rausnehmen, glaube ich jedenfalls. Ich werde es hier auch nicht nähen oder ähnliches.
Darauf habe ich jetzt im Moment ja keine Lust. So. Also ist die Grundlage erstmal das hier und das kleben wir jetzt erstmal darauf. Also ich weiß noch nicht, wie diese Karten aussehen sollen. Ich habe mir aber hier alles Mögliche hingelegt. Seht ihr schon, ich habe auch aus diesem Heftchen, was ich euch beim letzten Haul gezeigt habe, diese mit den ganzen Blüten, habe ich erstmal eine ganze Menge ausgeschnitten. Immer was rosanet, dann was weiß-rotet und was weißet. Ja, die würde ich gerne irgendwie dafür verwenden wollen. Erst habe ich gedacht, ich stempel, aber ist ja nicht so schlecht, wenn ich diese gleich mal benutze dann, ne? Wenn ich das schon gekauft habe, dann kann man das vielleicht auch benutzen. So, haben wir erstmal so was. So, dann haben wir jetzt hier so eine Lücke. Aber das macht nichts. Aber ich sehe gerade, da oben ist auch so eine komische Ecke drin, die nicht richtig gelocht ist. Haben wir hier so. Ja. So. Das ist jetzt meine Grundlage. Und jetzt habe ich gedacht, ich muss hier irgendwas draufkleben, ne? Ich habe ja hier so diverse Streifen. Und auch irgendwie so was hier. Und dann die Blüten darauf. Wirklich so. Und ich lasse das auch gerade. Also ich will jetzt nicht anfangen, irgendwie was zu reißen oder so. Weil in den ganzen Dings hier ist nirgendwo was gerissen. Und dann machen wir das auch nicht. So, und jetzt könnte man hier so irgendwie anfangen, Blüten aufzumachen. Das, was natürlich schön wäre, wäre, wenn das jetzt so von den Blüten her passen würde auf diese Öffnung, die da ist. Das heißt, da muss ich jetzt wieder nachgucken, wo die ist. So, das ist so eine große Schrift hier. Haben wir da nicht noch irgendwas, was ein bisschen nach Blüte aussieht? Hier ist nochmal so ein schmales, das ist auch nicht. Da ist was Grünes drauf. Man könnte auch hier so Stücken schneiden, die so lang gehen. Das ist auch immer ganz hübsch eigentlich. Aber hier muss ich so wirklich schneiden. Ja, bleibt nicht alles über. Aber ich habe mir hier das kleinere Brett mal geholt, also das leichtere. Vielleicht machen wir das, wir das hier einfach mal hier schneiden und gucken, was man da jetzt anstellen kann. So. Hier dieses Ding und dann müssen wir die drei Blüten hier irgendwie so rinpflastern, damit die noch zu sehen sind. Und dann könnte ich jetzt hier immer noch so was dahin machen. Ja, mehr sollte das glaube ich gar nicht sein. Haben wir noch hier ist noch so ein anderes Stücke. Warte, die fällt mir jetzt auch nicht wirklich. Wie gesagt, ich will die Stücken nicht irgendwie verändern. Da habe ich gar keine Lust zu. Das Einzige, was ich jetzt noch machen werde, ist die jetzt braun einfärben. Wo ist hier mein. Oh. So. Das könnten wir noch machen, aber dann ist auch gut. Klebt die wirklich so? Also nicht so, wie man so Cluster macht mit Reißen und so. Das machen wir heute nicht. Hat keine Lust zu. Sondern so ein bisschen eckig alles durchlassen. Das war ja nicht so schlecht. Hier unten haben wir noch so ein bisschen anderes Grün. Noch so ein Teil. Ja, ich hoffe, ich kann hier ein bisschen was verwenden von dem ganzen Zeug. Es wäre irgendwie schade, wenn es übrig bleibt, ne? Jo, das kleben wir jetzt erstmal auf. Ich hatte ja gesagt, das große kann ruhig hier. Das kann ruhig da an der Seite. Das passt schon. Und jetzt müsste ich es mal in so einen Umschlag reinstecken und gucken, wo da die Blüten. Ah, jetzt muss ich das mal hier alles rausnehmen. Also wo. Ich hier diese Blüten hinkleben muss. Das ist ungefähr hier. So musste ich das so ein bisschen arrangieren. Guck mal. Dann sind die vielleicht hier zu sehen. Die so hinklebe. Ich habe die auch alle ein bisschen mit einem Rand ausgeschnitten. Die erste nicht. Das hat mir aber eigentlich nicht so richtig gefallen. Weil sonst muss man zu filigran ausschneiden. Das kriegt man manchmal ja nie hin. So. Dann machen wir die einfach hier so oben rüber. So hier. Und dann hoffen wir mal, dass man das genau dadurch sehen kann. Hm? Okay.
Bin gespannt, ob das hier geklappt hat. So, das meinte ich jetzt hier, ne? Auf der Seite schreibe ich eigentlich, dann sehe ich das ja. Naja, ist doch ganz gut. Guck mal. Wenn ich ein Stück weiter runtersetze, dann ist das noch ein bisschen besser. Hier. Jo, ist doch okay, oder? Ich finde es jetzt ganz okay. So, die anderen Sachen mache ich jetzt alleine. Weil sonst dauert es hier wieder noch länger, als es schon gedauert hat. Jetzt geht es hier weiter. Ihr seht schon, ne? Ich habe schon was vorbereitet. Ich möchte das jetzt einnähen. Ja, heute ist schon Freitag. Ich habe gedacht, ich schaffe das halt an dem Tag. Aber irgendwie war dann gestern Abend doch meine Konzentration ganz schön weg. Und ich dann irgendwie Fehler mache beim Einnähen, habe ich gedacht, ich mache das erst heute. Ja, ich mache das ja immer ein bisschen anders vielleicht als andere. Ich nehme zum Beispiel diese kleinen Teile hier raus und steche die extra. Das ist jetzt das große, das nehmen wir auch raus. Findet einfach besser. Aber das muss jeder so machen, wie er das möchte. Jetzt gucken wir nochmal nach hier, dass die Seiten auch irgendwie alle ein bisschen sinnvoll da drinnen liegen. Hier könnte auch so ein bisschen, na, das ist nicht mittig. Man kann die ja rinlegen, wie man will. Ist schon klar. Und ob das alles so, na, die sind sowieso unterschiedlich groß, seht ihr ja. Da macht das, spielt das eigentlich keine Rolle, ob ich wirklich die Mitte habe von der Seite oder nicht. Dann ist das eben so. Und hier halt nochmal so ein Kaffee färbt das und nochmal ein Puringpapier. So. Kann man das so irgendwie? Ja. So. Jetzt müssen wir das erstmal alles wieder richtig nach unten kriegen. Ja, das stimmt schon wieder nicht mehr hier. Aber wie gesagt, ich denke, das ist alles nicht so schlimm. So, drücken wir das mal schön nach unten. So, hoppsa, die Bienenumschläge sind da. Und das ist hier meine Pappe mit 5 Stichen. So, die legen wir jetzt da einfach so hin. Guck mal hier. Wie ich gerade sehe, ist die Pappe ein bisschen cleaner. Was aber auch nichts mehr ausmacht. Da ich ja kein Buchrücken habe, wo ich auch noch mal irgendwas stechen muss, ist das eigentlich ideal. So, wartet mal. So geht das aber. Wir sehen, dass wir genau die Mitte hier treffen. Und ich sehe gerade, ich habe meine Matte hier nicht richtig hingelegt. Das nutzt natürlich nichts, wenn ich da steche und nicht in die Matte steche, sondern weiß ich wohin. So. Dann noch die Bienen hier. So, und jetzt hoffe ich, dass ich da, ja, ich bin hier durchgekommen. So, das war dieses. Und jetzt habe ich ja den kleineren Umschlag, der da so mittig hin soll. Und den machen wir jetzt einfach so extra. Wie gesagt, das ist mir immer lieber, als dass das dann nachher verrutscht ist und ich das irgendwie nicht schaffe, da das ordentlich zu stechen. Also mache ich das lieber extra. Ich nähe die Seiten ja auch teilweise extra zusammen. Das habt ihr ja schon mal gesehen. So, jetzt machen wir das bei dem hier auch. Ja, hier ist nämlich das lustig. Seht ihr das? Ja, hier bin ich eigentlich... Ja, das schaffe ich aber nicht. Naja, gut, ich könnte das. Das bringt keine Punkte. Ich bin hier wirklich hier, da, genau da drinne. Ist egal, ne? So. Und bei dem Ding hier, da ist das ja auch ein bisschen komisch. Da ist ja auch ein Loch. Ach, siehst du, hier habe ich sowieso bloß eins. Ich könnte es jetzt natürlich mit zweien ein bisschen tiefer festnähen. Ja, das machen wir jetzt auch. Siehst du, wir machen einfach hier zwei Löcher drin. So, genau. So, dann kann das erstmal da hingelegt werden und jetzt sortieren wir das mal nochmal neu. Diese kleine Ding hatte ich ja hier in der Mitte und diese kleine Ding war hier irgendwo drin. Kubik macht das so und hier kommt der eine Umschlag. So, jetzt habe ich ja das so machen wollen, dass ich hier außen wieder was dran bammeln kann, also muss ich hier außen anfangen. So, das heißt also, den Umschlag nähe ich jetzt ja nicht fest. Genau. Der ist da jetzt ja nicht dran, sondern, und wie gesagt, ihr habt ja schon gemerkt, ich steche das nicht mit ihm mal durch, ich steche hier alle einzeln. So, hier bin ich auch wieder voll in dem Loch, in dem großen, aber ich hoffe, das funktioniert trotzdem. So,
Hier sind wir richtig. Da sind wir ja nicht drin. Hier sind wir drin. Dann kommt der Umschlag. Ich weiß, dass es bei anderen immer so ist, dass die mit eben mal durchstechen und in der Mitte sind. Ich schaffe das nie. Und das lassen wir also lieber so einzeln. Und dann ist es ein bisschen komplizierter. Weil ich mir mal ein bisschen mehr mit. Ups. Der kommt natürlich jetzt nicht mit. Und ich muss natürlich viel besser aufpassen, dass ich den Faden hier nicht irgendwie verliere. So, er hat mir gesagt, das Ding hier stechen wir hier unten drin. Genau, das machen wir da drin. So, das heißt also, in dieses Loch kommt das noch nicht. So, dit. Hier ist der Umschlag. Hier kommt diese Teil. Jetzt müssen wir sehen, bei dem hier waren wir hier in dem Loch, ne? Genau, da wollen wir hier irgendwie genau daneben. So. Zack. Wo ist das jetzt hier? Zack. Wo ist der Umschlag? Der hat hier ein Loch. Gehen wir lieber erstmal durch. Wie gesagt, ich habe ja einen ziemlich langen Faden. Schon dafür, dass ich da was dranhängen will, habe ich den richtig lang gemacht diesmal. So. Gut, jetzt kommen wir hier durch. Na komm. So. Okay. Bei mir ist es halt so, dass das am Anfang alles ziemlich auseinander ist, aber ich komme damit halt besser klar. So. Manchmal schaffe ich das auch dadurch zu pieken, gerade zum Schluss, wenn dann alles schon zusammenhängt, aber nicht so hier. So. Und das macht hier auch nichts. Oh, hier bin ich ein bisschen daneben. Was ist denn das für ein Scheiß? Ja. Da habe ich mich in der Mitte gestochen. Kriegt euch das an. Na, das wird lustig. Na gut. Fail. So. Das ist okay. Jetzt. Doch, ist alles richtig rum, wa? Ich hatte jetzt gerade überlegt, dass ich nicht irgendwas verkehrt rum habe. Das wäre auch noch lustig. Aber hier sind ja nicht so viele Seiten, die irgendwie richtig oder falsch rum sind. So, ja, dann wartet jetzt hier genau dieses Loch. So. Ich habe was falsch gemacht, wa? Fällt mir gerade so ein, oder? Wartet mal. Nee, wenn ich das so mache, dann muss ich überall durch. Ich muss jetzt hier durch, dann da wieder zurück. Nee, ist richtig, ne? Weil ich überspringe ja keins. Wo ist denn das Loch jetzt hier? Hier unten. Ne? Bin ich richtig? Wartet mal. So. Und dann komme ich wieder zurück und bin dann hier in... Yeah. Ja. Thank you.
Okay, das ist jetzt hier mein ganzer Faden. Und jetzt bin ich innen und außen, seht ihr schon, wa? Das ist natürlich doof. Jetzt muss ich also nochmal, am besten ist eigentlich, man zieht erstmal fest und knotet hier ihn mal ein bisschen. Wartet mal, mal sehen. Das wird nochmal irgendwie festziehen. Ein bisschen was geht. Das ist wirklich, ne? Dann kann man nochmal ziehen. Genau so. Dann machen wir hier mal so den Knoten hier mit vielleicht. Warte. Genau. So. Dann pieken wir einfach hier oben eben mal komplett durch. Zack. Nach außen. Und jetzt habe ich hier diese beiden Fäden. So, und die kann ich dann verknoten. Und habe hier jetzt die Möglichkeit, was dran zu hängen gleich. Ah, dritten noch. So, genau. Haben wir jetzt zusammengenäht. Passt das? Ja, ist ein schöner geworden. Okay, alles gut. So, ja, jetzt gucken wir mal. Also diese sieht ja gut aus. Ich habe mir schon hier alle mit den Perlen rausgesucht, die ich da denke. Und diese hat so ein bisschen Altrosé ist. Die fällt mir ganz gut. Das andere Rosane nicht ganz so. So, da fehlt jetzt noch Eyelets, habe ich auch noch nicht rausgesucht. Also ich werde hier auch Eyelets drin machen wieder. Ups. Ja. Na komm schon. Oh, hier sind wir ganz viele Fäden dran an dem Band. Ups. Oh, war ja, guck mal hier. Ja, die ziehen ganz viele Fäden. Müssen wir erstmal alles abschneiden hier, oder? Kann man das? Naja, wenn ich wegziehe, dann wird es immer schlimmer. So. Fäden, Fäden, Fäden. Vielleicht kann man die auch noch mal irgendwo. Das ist hier, ne? Dann hebt man so eine Fäden hier auf. Also sowas hier. Weil man das ja irgendwo wieder ransetzen kann. Hier zwar nicht, aber hier ist auch noch so eine, so ein Fadenzeugs. Man abschneidet. So. Gut, also dieses Band haben wir schon mal. Das gefällt mir ganz gut. Und wie gesagt, ich habe dazu ein bisschen was rausgesucht. An dieses Ding hier hänge ich aber keinen Perlenengel, weil das ist einfach zu schwer, das Ding. Wobei, ich habe hier hinten in der Tüte, da sind welche, so eine kleine nur. Aber die sind eher lila. Genau. Ach, hier ist einer. Der ist ganz schön. Guck mal. Der ist ja ganz gut hier. Oh, was hat denn der? So einen grünen Gummi. Na, das ist ja hässlich. Da müsste ich noch mal. Muss ich noch mal ein. Und der ist silber. Eigentlich wollte ich ja hier Gold nehmen, wisst ihr, so als. Geht natürlich gar nicht hier mit so einem Gummi. Den müssen wir mal abmachen. Aber müsste ich noch mal so ein. Wie heißt denn so ein Ring da raussuchen? Jo, könnte ich aber machen, wa? Dann hängen wir den ran und auf der anderen Seite so ein Ding da. Ja, ich bereite das mal vor und dann geht's weiter. So, jetzt haben wir da so eine Nadel drin. Ich habe mir hier diese selbst einfädelnden Nadeln ja gekauft. Die sind wirklich richtig gut, weil sonst könnte ich das mal nicht machen. Das darin fehlen, das würde ich gar nicht mehr sehen. So, dann gucken wir mal. Also, als erstes, würde ich mal denken, hier so eine goldene. Ich wollte ja, wie gesagt, diesmal was Goldenes machen. Und hier hatte ich jetzt, glaube ich, drei pro Seite rausgesucht. Machen wir erstmal eine hin und dann habe ich hier so ein Durchsichtchen. Da kann man ruhig. Ah, ne, das machen wir mal so. Da sind hier auch so eine roséfarbene. Also, das ist natürlich halt Plastik hier irgendwie oder was. Aber es spielt ja keine Rolle, was das ist. Da haben wir erstmal so was. Das ist okay. So, jetzt müssen wir mal schnell das einteilen. Ich glaube, wir machen erstmal eine kleinere. Erstmal eine kleinere.
So, dann könnten wir jetzt noch mal was Goldenes nehmen. Denn ich wollte jetzt so was hier machen. Dieses Ding finde ich schön hier. Wo erwarten das hier noch? Habe ich das ohne Loch rausgesucht? Ne, hier ist es. Und da wollte ich jetzt hier so eine Perlerin machen, so eine kleine roséfarbene. Habe ich ja auch noch nicht gemacht in der Form, dass man das darin macht. Komm mal her. Ist natürlich lustig hier. Guck mal hier, hier. So, dann bin ich ja wieder da durch das Loch durch. So. Dass die da so drinnen hängt. Das finde ich eigentlich witzig. Ja, ist ziemlich weit oben, war. Naja, geht aber, oder? So, dann haben wir noch so eine. So eine. Die. Ja, finde ich gar nicht schlecht. Was haben wir noch für die Seite? Diese hier, das ist doof. Da müssen wir erstmal noch eine goldene machen. So. Und ich habe noch eine weiße oder diese komische Orange hier. Die ist ja auch lustig. Wartet mal. Eine zweite dicke könnte ich noch machen. Oder ich mache erst das Ding hier. Machen wir die Seite so permutfarbig vielleicht. So, was haben wir noch? Die Zwiebel. Hier fehlt nur eine, ne? Eine davon habe ich noch. Und eine goldene. So. Dann haben wir jetzt, ne, dann haben wir ja vier goldene, das stimmt nicht. So, dann ist es jetzt bis dahin. Und jetzt müsste ich eigentlich. Bin ich richtig? Diese drei Dinge. Ja, dann müsste ich jetzt dieses Ding da unten ranhängen. So. Zack. Ja, und dann versuche ich jetzt durch alle zurückzugehen und mache da oben hier, ganz oben, so eine kleine. Ach so, die hätte ich ja erst drin ziehen müssen, die Quetschperle. Ich bin doof. Das ist natürlich blöde. Die brauche ich ja als erstes. Habe ich vergessen. Dann muss ich das alles nochmal neu machen. Genau. Weil das geht ja nicht. Ich brauche ja oben die Quetschperle für beide. Oh. Oder ich müsste sie, hätte sie hier reinsetzen müssen irgendwo. Nee, das ist aber besser, wenn's. Wartet mal. Also wir können. Ja, dann muss ich das jetzt wieder aufmachen hier. Okay, wir könnten die Quetschperle vielleicht hier zwischensetzen. Geht das da? Wartet mal. Also. Erstmal nochmal die Nadeln, die wir hier rinkriegen. Das ist auch so mal so lustig, weil man muss die erst in die innere, in die falsche Richtung ziehen und dann in die richtige. So, jetzt ist er drinnen. So, also, Quetschperle, wo bist du? Das ist ja so klein hier hinten. So, okay. Und bis dahin muss ich dann mit dem Faden wieder zurück. Durch diese kleine Quetschperle und das dann zumachen. Ich habe nur ja keine Zange hier hingelegt. Fehlt auch noch. Gucken wir mal. Oh, da durch. Durch das Ding hier. So, ich muss mal erst eine Zange nochmal suchen. Moment. Wo habe ich die eben? Wenn man das zukriegt. Das ist eine Runde. Das ist aber ganz schön breit, die Kabel. Ja, eigentlich bräuchte man mal richtig schöne Zangen. So für Schmuck basteln oder so. Habe ich mir auch noch nie angeschafft. So, jetzt nehmen wir die Quetschperle. Und dadurch, und dann muss ich das alles richtig ein bisschen straffer ziehen. Ja. So, komm mal hier. So. Geht das so? Ja. So, jetzt mal gucken, ob wir das mit der Rundzange hier auch gequetscht kriegen, das Ding. Oder ob es damit nicht geht. Na, wahrscheinlich nicht. Doch. Hat geklappt. Okay. Gut, das lassen wir jetzt erstmal so da hängen. Mit dem Faden dran. Aber dann muss ich das nächste Mal dran denken, die noch irgendwo einzubauen. So,
Jetzt haben wir hier erstmal so das erste Bamsel dran. So, dann müssen wir das zweite Bamsel noch anmachen hier. So. Gut, Faden raus. Gut, dann braucht man das ja nicht. Das ist ja schön. Legen wir erstmal einen ab. Das finde ich übrigens gut, dieses Wort. Das hatte ich mir wirklich extra dafür gekauft, dass ich immer die Perlen da ablegen kann. Ja, finde ich jetzt ganz gut. So, jetzt muss ich noch mal Eyelids suchen schnell. Ja, da finde ich jetzt eigentlich immer, die sind eigentlich auch nicht schlecht, diese herbstlichen. Hier ist so ein richtig, aber das ist jetzt zu dünne. Schade, von dem wäre eigentlich richtig gut, wenn ich da noch mal so ein Rot hätte. Weil hier ist kein Rot mehr drin. Oder? Das sind ja die ganz alten. Hier ist eins. Ein rotet. Nee, so orange. Denkst du, kein rotet mehr da. Und das rosa? Nee, war. Ja, mein rosa nicht. So ein altrosa ist ja hier auch. Eigentlich könnte das gehen, ne? Kriegt man halt Band da durch, sicher, ne? Habe ich das letzte Mal auch geschafft. Ist eigentlich nicht übel, ne? Bräuchte nie weiß nehmen. Also ich finde jetzt ja nicht mal so schlecht. So. Dann brauchen wir noch die Crocodile. Zange. Und die dürfen natürlich jetzt nicht so dicht am Rand sein, weil da ist eine Karte drin. Ne? Hier habe ich ja Karten gemacht. Seht ihr, wenn ich jetzt die zu weit rinrutsche, dann passt die Karte nicht mehr rein. Dann hätte ich sie kleiner machen müssen. Muss ich meine Karten wegschmeißen. Hat ja auch keine Lust zu. So, jetzt müssen wir also da mal kurz messen. Das sind 16. Das ist also 8. Das muss ja genau hier sitzen. Bei 8. Mal sehen. So, das große Loch brauchen wir. Müssen wir das hier richtig. Ist das große Loch? Moment. Oder passt noch das kleine? Nee, das kleine passt nicht. Okay, großes Loch. Dann machen wir das hier so richtig am Rand hin. So. Mal gucken, jetzt müssen wir sehen. Ich muss mal kurz gucken. Ja, ich muss das hier nehmen wahrscheinlich, oder? Den großen Nippel, oder? Ja, den großen und hier auch das. Ja, das mittlere. So müsste gehen. So, gucken wir mal. Dann machen wir hier so ein Eyelid drin. Ich hoffe, das geht jetzt. Manchmal versaut man sich die Dinger ja auch total. Ah, die geht ja nicht drin. Der geht nicht darin. Hat er keine Lust? Ist das so komische Größe von dem Eyelid? So. Zack. Oh, geht aber. Ich habe schon gedacht. Ist okay. So, das haben wir. Und dann müssen wir jetzt auf die andere Seite das auch noch machen. Ja, ist ein bisschen doll am Rand, ne? Aber dann hätte ich vielleicht keine Karten machen brauchen. So. Okay, das war dieses. Ja, jetzt habe ich die zwei Bänder das letzte Mal. Also da habe ich zwei gemacht. Ich habe die also einfach in der Mitte geteilt. Und das da versucht durchzuziehen. Sehen. Machen wir jetzt hier hoch. Einfach durchschneiden. Oh. Habe ich jetzt hier irgendwo einen Häkelhaken? Ja, passt der da durch? Ja, gerade so. Das sind so. Ja, das ist lustig, ne? Das ist ein Häkelhaken, der ist von DDR-Zeiten und steht schon China drauf. Also auch da. Ihr habt hier noch Zeugs aus China. So. Das heißt, also ich müsste jetzt mal überlegen. Kriegen wir das irgendwie durch? Naja, das war klar. Ganz, ganz knapp geht Band bloß durch. So, und dann hatte ich es ja hier einfach angeknotet. Also man hat mir jetzt nicht so viele Gedanken darüber gemacht, dass hier das aussieht, weil ich fand das irgendwie lustig, wenn da einfach so ein Knoten ist. Und das Band da so hängt. So, machen wir das hier hoch. Hoffentlich. Okay, nehmen wir mal an, das ist okay so. So, dann hätten wir jetzt hier so alle da dran. Jetzt können wir das hier mal nochmal abschneiden.
Meine langen Fäden. Zack. Und den hier hoch. So. Hier ist auch noch ein Faden dran, der so immer so zieht. Das wird sowieso immer sein, ne? Bei diesen Bändern, da sind immer irgendwie Fäden dran, die ziehen. So, gut, okay. Jetzt gucken wir mal. Ich bin ja noch nicht fertig, weil hier fehlt eigentlich auch noch was oben drauf. Und die ganzen Karten habt ihr ja auch noch nicht alle gesehen. Ich habe hier sowas. Und dann haben wir hier die ganzen Karten. So, und hier ist auch noch so ein Schnulli-Wups, die kleinen Dinger. Wo ist das vierte? Oh. Ach, Mann. So, mal gucken. Wartet mal. Diese ganzen Reste hier. Wo ist denn das andere? Hier. Das wollte ich eigentlich auch alles irgendwie noch mal rinbringen. Hier sind diese ganzen Hefte und diese kleinen Zettel, würde ich bald sagen. Bitte, hier haben wir noch ein bisschen was anderes. Und das sind diese ausgeschnittenen Teile hier. So, und ich habe noch so was. Also, dann gucken wir mal. Jetzt gucken wir erstmal, was die Karten darin passen. Hier zum Beispiel, ne? Das ist jetzt eine für dieses Ding hier. Und die kann man ja so reinpacken. Passt das? Ja, siehst du, passt gut. So, und hier auf diese ganzen Karten wollte ich jetzt immer diese kleinen Dinger noch setzen. Ist da? Dass man hier immer noch so einen kleinen Aufkleber darauf baut. Also, gucken wir mal. Wir haben Flowers und Pommes und sonst was anderes hier. Ich glaube, hier nehmen wir mal erstmal My Wish. Also mein Wunsch nehmen wir als erstes. So. So, und dann habe ich gedacht, ich klebe hier einfach von diesen Dingern. Einfach das noch mit dazu. Weil ich muss ja die nicht. Wegschmeißen. Ein Laserteil einfach. Ne, das soll ja hier auch nicht so groß werden. Also meine Karten sind jetzt nicht so richtig aufgebaut. So, die kommt darin. Dann müssen wir mal gucken. Ich glaube, die sind hier verkehrt rum. Das war die hintere Seite. Genau, und das ist die vordere Seite hier. Das heißt also, dieses Ding. Ach, sehe ich gerade. Die war auch hinten. Ja, falsch rum. Ist ja nicht falsch rum. Ist ja einfach nur andersrum gedacht. Dann machen wir hier vor you hin. Ist auch nicht schlecht. So. Okay. Gut, das war die erste Karte. Die Karte kommt hier hin. Da könnte man jetzt hier auch noch irgendwas drauf kleben. Was heißt denn Devotion? Weiß ich nicht. Ist egal. Kleben wir da auf. Fällt mir gerade nicht ein. Das heißt, kommt hier einfach hin. So, die Karte kommt darin. Und dann kommt hier eine Karte, das war diese. Die kommt hier hin, da könnten wir jetzt auch irgendwas machen. Zum Beispiel diese Garden. Mal hier oben einfach hinkleben und da noch mal auch so ein Teil hier runter. Man muss das ja nicht verschwenden, ne? Selbst wenn das so ein kleines Teil ist, ist natürlich unlustig, aber ist ein Deko-Teil. So, das war hier. Hier seht ihr, hier habe ich das schon aufgeklebt. Das ist so diese Art Bellyband. Und das habe ich wieder so verklebt, dass man hier was drinstecken kann. Und hier habe ich es zugemacht. Dann kann man hier das zweite Ding auch noch so drinstecken. So war die Idee. So, dann haben wir das da. Auf diese Seite hier kommt diese Karte. Ne? Genau. Was machen wir da? Machen wir da mal Flowers drauf? Ein Rundet? Ja, machen wir ein Rundet drauf. Flowers. So. Kommt hier irgendwo hin.
Gut. So, und dann haben wir hier noch diese Karte. Die kommt denn dahin? Und da können wir ja das Eck hier hin machen und nochmal so ein Teil da. Ups. Oh, sag mal. Kann man nicht mal anfassen, diese kleinen Teile. Also die bei dem 15x15 Block sind die sehr, sehr klein, muss ich ehrlich sagen. Also das ist eigentlich ein bisschen unlustig. So, da kleben wir jetzt auch hier wieder was runter. Muss ich jetzt nochmal bei dem anderen Eckchen auch das andere runterkleben, weil unter der Runde sieht es vielleicht ein bisschen doof aus. So. Ja, und hinten kommt dann. Halt. Was ist das jetzt gewesen? Hier? Achso, die kommt ja auch hier rein. So, okay, wartet mal, das ist hier. Das hatte was Eckig, da ist was drunter. Das hatte hier auch was Eckig, da machen wir das an der Seite ran. Komm mal her. Da kann ich hier so, guck mal, das passt so ja richtig, dass es dieselbe Breite hat. So, dann haben wir schon mal das. Ich hatte hier noch mal so woanders auch so ein Bellyband. Da können wir das auch mal so machen hier. Na kommt schon. So und oh, hallo. Und dann haben wir hier noch so bup, bup, bup. Ja. Diese Sachen. So. Jetzt wäre das natürlich nicht schlecht. Wir kleben einfach diese Düms hier oben drin. Das passt doch gut. Schön, dass das übrig geblieben ist. So. Guck mal, dass ich da die Mitte treffe. Ja, dann ist das da Düms. Ach, siehst du, was mir einfällt? Ich habe das ja nicht braun gemacht, hier den Umschlag. Und den anderen innen, glaube ich, eben auch nicht. Ah, schade. So, hier haben wir jetzt For You, das bleibt einfach so und das kommt da drin. Die Karte. So. Ja, hier ist jetzt eine Struff. Und da, weil wenn ich jetzt hier so ein Bellyband dahin kleben würde, erstmal habe ich nur noch eins, dann guckt jetzt so vor, was ich nicht so schön finde. Ich habe hier aber hier noch Platz, um noch was zu machen. Das heißt, ihr könnt hier irgendwie wie so eine. Die Tasche ist zu schmal. Vielleicht finde ich noch was von dem Papier, was ein bisschen breiter ist. Weil ich fände es nicht schlecht, wenn hier so zwei so eine Dinger drin stecken würden. So, jetzt machen wir erstmal hier unsere Karte drin. Ja, das sieht das schon mal. Das ist alles ganz schön straff, denn. Ja, diese Dinger. Gott sei Dank habe ich die eigentlich ein bisschen kleiner gemacht, die Karten. Sonst wäre das alles ein bisschen eng. So, die Karte hier ist das auch schon so mit diesem Bellyband, da ist das okay. So, weil ich hätte schon ganz gerne diese ganzen Teile hier irgendwie noch wohin geklebt. So, ja, und dann ist das schon so, dass diese Karten auch so, dadurch, dass man hier vorne was drauf geklebt hat, auch immer sich in die vordere Richtung so wölben. So. Guckt das da durch. Und hier. Und komm schon her. Guckt das durch. Und dann haben wir noch hier diese Karte. So. Komm hier. Okay. Ja, also ich hatte gehofft, das würde mit den beiden Teilen hier gehen, so dass man die nimmt. Wobei man könnte sie jetzt so aufkleben und hier drüber drin machen, aber das gefällt mir nicht. Ich glaube, das ist besser, wenn ich irgendwas habe, was noch ein bisschen länglich ist. Da müssen wir nochmal in den alten, also in den Papieren, die so übrig sind, nochmal gucken, ob da irgendwas, hier ist auch noch so ein Stück, was man also als Karte benutzen könnte. Hier sind so eine Dinger noch übrig. Aber das wäre schon besser, wenn es irgendwie ein bisschen stabiler wäre, weil das ist nur das normale Papier, nicht das richtige Skriptpapier. Nee, da habe ich gar nicht übrig. Was da noch ein bisschen dicker ist, oder? Das hier noch. Aber das sieht doof aus als. Doch, das geht, ne?
Mal das einfach teilen und hier hinkleben. Dann kann man das vielleicht auf die andere Seite oben noch hinkleben. Ja, ich glaube, das machen wir. 15 war das ja, dann ist das eigentlich 7,5, wa? Ist das so? Ja. Also 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7. 7,5. Ja, machen wir einfach so. Das wird die dann nochmal als Tasche aufkleben. Da müssen wir aber erstmal nochmal ein bisschen inken. So, man könnte die jetzt auch noch abrunden. Siehst du, hätte ich auch machen können, war. Sieht besser aus, ne? Wenn ich die unten. Ja, machen wir mal unten noch ein bisschen rund. So. Das ist immer ein bisschen schöner, ne? Dann haben wir die Tasche und wo ist das andere Stück? Das nehmen wir so. Das heißt also, das muss hier und hier rund. So. Okay. Moment. Dann können wir das jetzt hier aufkleben. Da muss ich jetzt mal gucken, dass wir das so kleben, dass das nachher zu ist. Also nicht zu sehen, die Tasche. Ja, so ist doch nicht schlecht. Und dann kann da was noch kleine drin. So, und hier, die müssen wir ja oben hinkleben. Da muss man jetzt gucken, dass das, was man da drin steckt, nicht rausguckt. Aber jo, das geht hier. Also ungefähr so. Ist ja ein schön dick jetzt hier mein Teil, ne? Aber so ist das. So, das heißt also, für diese Dinger hätte ich jetzt noch Platz. Wartet mal. Ich habe jetzt noch, hier habe ich ja noch ein kleines. Ich habe noch 4 so eine Teile und ein Heftchen. Und ja, ich könnte natürlich jetzt doch noch mal auf die anderen Seiten gucken. Und hier bei den purigen Seiten, da würde das ja auch nicht so schlecht sein, wenn man jetzt hier so was anklebt, nur hier. Dann hätte ich es auch rund machen müssen. Wartet mal, das hier fällt mir dann auch besser. Machen wir das hier auch nochmal rund. So, halt. Wieder nicht richtig drin. Ach, ich hasse das. Ich hasse das, wenn ich das nicht schaffe, das richtig drin zu kriegen. Und dann sieht das hier so angeknabbelt aus. Immer dasselbe. So, machen wir das nochmal ein bisschen rund machen hier. So. Nicht rund. So. Dann kleben wir das hier hin und können wir noch was darunter schieben von diesen Dingern da irgendwie. Weil sonst haben ja diese purigen Blätter da eigentlich auch keine Bedeutung, ne? So, kommt hier so ein Stück von der Uhr. Okay. Das finde ich immer sehr schön, wenn da so was drunter klemmt. So, dann haben wir jetzt hier noch was. Und dieses Ding ist eigentlich so oben. Ist ja auch nicht schlecht eigentlich, ne? Okay, hier haben wir was. Hier haben wir das nächste purige Blatt. Das hier mit dem oben mal drunter was setzen. Ist auch irgendwie witzig, ne? Machen wir das mal. Warum nicht? Nochmal rund machen. Und nochmal ein bisschen braun. Und dann können wir das da oben ankleben. Ups. Also ich finde, wenn man sowas hier macht, dann braucht man richtig viel Zeit nachher auch für so ein Deko und sowas alles. Was ich hier auch so äußerst ungern mache. Gott, was war es jetzt gerade? Nee, ist es nicht. So ist es gerade, glaube ich. Also. Gut. Das haben wir da. Da bei dem purigen Blatt. Hätte ich gerne hier auch noch mal so Ditte, ne? Das ist auch schön. Das können wir da auch noch mal ran machen. Seitlich. Oh, schon wieder nicht. Wenn man das nicht richtig rinschiebt, dann hat man immer ein Problem. Oh, ich bin ja zu nervös, oder? Ist eh gehört. Ja, so. Also kleben wir das da auch noch ran. Oh. Schöne ist, dann sind nämlich auch ganz viele von diesen Blättern und Teilen und sonst was hier alles weg und dann freue ich mich darüber.
So, das heißt, hier habe ich diese vier Dinger noch und ich habe gesagt, ich habe noch dieses eine. Aber sowas könnte man ja da auch runterschieben. Guck mal, so ein Bellyband. Das ist doch auch nicht schlecht, ja. Okay. Also, wir haben jetzt hier Taschen. Die halt als erste geklebt. Da können wir jetzt also hiervon zum Beispiel sowas machen. Die packen wir diese beiden Dinger hier drin. Und schick ist. Und vorne haben wir auch eine Tasche. Da kann man jetzt auch noch zwei Teile drin machen. Ja, jetzt habe ich natürlich zu wenig, um die da runter zu schieben. Ne? Können wir das hier wirklich runterschieben? Und an der Stelle, das ist blöd. Das muss man auf die andere Seite schieben. Das geht nicht. Wenn man sowas irgendwo runterschiebt, dann muss man das hier. Ah, das ist doof. Das hält auch nicht. Haben wir noch was anderes? Muss ich nochmal gucken. Also das ist lustig, das geht. Ja, dann hätte ich jetzt hier nochmal so ein, ja, keine Ahnung, machen wir das damit drin. Das ist ja auch wurscht. Und da halt drei drin. So, was hatte ich jetzt gesagt? Hier ist jetzt noch was zum Runterschieben. Ich habe noch. Hier ist noch so ein Stück. Ja, ist okay, ne? Da ist einfach so ein Stück Papier drunter. Das ist auch in Ordnung. Ist noch ein Blümchen drauf. So. Okay, und jetzt hier noch was. Da fehlt mir jetzt noch was. Und dann haben wir hier noch so einen kleinen Aufkleber. So, ich muss mir jetzt noch mal das ganze Zeug hier holen. Ob da noch irgendwas bei ist, was man da runterschieben kann. Was irgendwie, huch, das machen wir mal zu hier noch. Warte mal, hier sind noch so. Ja, die wollte ich ja alle nicht haben, die kleinen. Die Sprüche seht ihr schon, ne? Das ist einfach mal. Das war schön, aber da ist ja keine Blume drauf. Das ist irgendwie nicht so gut. Hier haben wir noch was. Ach so, die habe ich ganz vergessen. Dass die auch noch da sind. Siehst du, das sind die ohne was hier. Oh, hier ist noch einer da. Imagine auch noch. Das müsste man ja nochmal unterbringen. So, jetzt müssen wir mal gucken. Ich habe hier noch was total so was. Dann haben wir. Ach, hier sind ja noch Teile. Guck mal. So quadratische haben wir noch mit Blümchen drauf. Und die anderen sind sehr, sehr klein. Also das ist hier ein bisschen sehr winzig. Nee, das ist hier zu klein. Was hier noch ist. So. Gucken wir mal. Aber hier so weit quadratisch ist. Vielleicht können wir das da irgendwie runterschieben. Das sieht hier ganz hübsch aus, oder? Mit den Blüten. Kriegen wir da. Ah, das wird jetzt hier wieder so weit. Wenn man das kleine Kopierpapier nimmt, ist das immer echt. Naja, klappt aber jetzt ganz gut. Halt hingekriegt. So, machen wir das nochmal. Nochmal ein bisschen braun. Dann habe ich hier also auch so eine kleine Seite zum Runterschieben. So, vielleicht so. So. Ach, hier habe ich ja nichts gemacht. Da könnte man jetzt so was hin. Mal die nochmal ausschneiden hier. Wartet mal. Wenn wir die Teile noch haben, muss man die jetzt auch noch irgendwo hinkleben. Das hilft nicht. Passt das da hin? Ja, guck mal, das ist doch schön. Wenn das da einfach klebt. Hä? Kann man das aufmachen und hat da noch. So einen kleinen Spruch dahinter. Some beautiful fast can't be shot without getting lost. Okay. So, das ist dahinter. Gut, jetzt haben wir noch ein bisschen was anderes. Machen wir diese viereckigen Dinger hier auch noch. Nee, so schön sind die jetzt auch nicht mehr.
glaube, das reicht. So, mal gucken. Ich habe jetzt noch zwei große Sprüche und zwei kleine. Hier haben wir schon mal drauf. Wie ist denn das jetzt? Ah, das ist doof. Das ist immer so ziemlich breit. Denn. Aber guck mal, das könnte da auch so weit drauf. Aber das mal ausschneiden, das hatte ich mir bei denen noch nicht gemacht. Die sind irgendwie untergegangen wahrscheinlich. So. Vielleicht kann man das da einfach rundkleben und die anderen Bienen auf die Umschläge noch. Und dann bin ich ja wirklich fertig. Ey. Dann habe ich das wirklich mal geschafft, diese ganzen. Ja. Viele Papiere. Es sind ja noch ein paar Kopien sind noch da. Vielleicht kann ich da auch noch mal irgendwas drin machen. So, Moment. Gut. Hier könnten wir das hinkleben. Okay. Ach, das ist ja nicht. Das sieht ein komisch aus, ne? Ja, ich glaube, es ist besser als irgendwas anderes. Wenn ich da jetzt. Obwohl, nee, wir kleben das Viereck da dran. Das ist in Ordnung. Das geht schon. Man kann das immer brechen. Vor allem so hier. Natürlich auch nicht so schlecht. So. Okay. Ja, am liebsten hatte ich ja hier noch irgendwas. Wartet mal, das ist jetzt hier so. Kein Braun mehr dran? Hat ich das noch ja nicht erwischt? Nee, wahrscheinlich nicht. So, da kleben wir da nochmal Imagine hin. Wobei das vielleicht hier drauf besser wäre, wa? Ich glaube ja. Wir könnten Logic Imagine lieber hier hinkleben. So, kann man das andere vorne raufkleben? Ja, siehst du, das könnten wir machen. Dann haben wir, also ein bisschen, ihr merkt schon, ja, ich mache immer mal ein bisschen gleichmäßig. Oder versuche das. Nicht immer. Aber wenn ich was nicht gleichmäßig machen will, dann muss ich mich da fast zu ihnen wehren. So, sind wir fertig? Ich würde sagen, ja. So, also das ist ja ein schön eng hier. Ich glaube, man muss das wirklich so machen, damit du die Karte da richtig rauskriegst. Ja. So, okay, fertig. Jetzt kann das hier so zugewickelt werden, so, blub, blub, blub. Und dann hier so drin steckt. Zum Beispiel. So. Ja. Wollen wir uns nochmal angucken? So, aus Briefumschlägen ist das jetzt also gemacht. Ja, finde ich eigentlich aber wieder sehr schön. Hat aber richtig lange gedauert, weil ich sitze ja schon ja, seit gestern da dran. Gut. Ja, ein schön. Oh, ah, hier ist was aufgehangen. Ach du großer Gott. Hier ist die Quetschperle aufgehangen. Oh, guckt mal, na, das ist ja Mist. Das Mist, da ist die Quetschperle weg. Hier auch. Oh, das ist jetzt gemein. Die hat das nicht festgehalten. Ach Leute, jetzt fällt mir das hier halt ab. Obwohl, die Quetschperle ist ja noch da. Die rutscht hier hoch und runter. Ja, toll. Das hat nicht festgehalten. Oh, na, da muss ich mir noch was einfallen lassen jetzt. Oh, das ist ja Käse. Das wird lustig. Weil ich den Faden halt ja schon abgeschnitten. Oh, ich dachte, ich bin fertig und jetzt muss ich da nochmal von vorne anfangen. Gut, okay, das lassen wir jetzt erstmal hier so hängen. Das hilft jetzt nicht. Also da muss ich dann nochmal gucken, was ich damit mache. Das ist ja ärgerlich. Ich dachte, die hält fest, aber die rutscht da raus. Aus dem Faden. Naja, und das letzte Mal habe ich die auch bis vorne oben gezogen und habe dann den Faden sozusagen bis oben gehabt. Na gut, ich lasse mir was einfallen. Egal. Das müssen wir jetzt mal kurz ignorieren. Dann muss ich nochmal sehen, was ich damit mache. Wahrscheinlich muss ich oben einen anderen Faden anknötern und dann nochmal neu machen. Hilft nicht. So, wir machen jetzt trotzdem mal erstmal hier weiter. Also, wir haben jetzt hier so ein Band. So ein schönes, was so hier Fusseln hat ohne Ende. Oh. Das ist ja wirklich nicht lustig, wa? Wenn das hier mal so rumfusselt. Band.
Aber das ist halt so. Das soll ja so, oder? Gut, dann haben wir das jetzt einfach hier rangeknötet und haben jetzt hier vorne den kleinen Umschlag. So, und da. Genau, ich nehme das mal hier alles ab. Das hat ja keinen Sinn. Das hält nicht hier. Wartet mal. Ach, hier. Okay. Soweit. Wie das abfällt, nehmen wir das mal runter. Genau. So. Wollen wir nochmal neu machen. Ist dann so. Okay, also hier ist jetzt die erste Karte drin. Da könnte man jetzt mal draufschreiben. Und am besten ist es, man schiebt das wirklich drin, wenn das Journal so richtig rumgeklappt ist. So, dann haben wir also hier den ersten Umschlag. Da kann man mal reingucken. Hier ist eine Tasche mit so einem kleinen Heftchen sozusagen. Und hier sind noch zwei so Zettel. So. Dann haben wir hier, ja, die zweite Karte. So, eine lange. Und das ist das, was ich gemeint habe. Ne? Wenn ich die beschreibe, ja, dann schreibe ich ja hier hinten ruf. Und dann seht ihr das eigentlich jetzt hier. Naja, da muss man nicht überlegen, wie man das macht. Und hier gucken halt die Blümchen so ein bisschen durch. So, dann haben wir hier so ein kaffeefärbtes, kariertes Papier. Dann kommt mein Poringpapier. Und hier haben wir so was dahinter geklemmtes. Finde ich wirklich sehr schön. Hier ist die andere Seite. Da könnte man auch drauf schreiben, das geht noch. Und dann kommt das, was immer so doof ist, dass hier die To-Do verkehrt rum ist. Aber dafür sind die Tage hier richtig rum. So, und dann kommt auch ein Kaffeefarbtes, was so ein Muster hat. Hier kommt der nächste Umschlag. Auch wieder diese Dinger hier. Eins ist nur ein Zettel und das andere ist hier auch so ein kleines Heftchen für Geheimnisse oder was weiß ich. So, dann kommt hier die Karte. Und die sieht so aus. Ja. Also, ne, relativ flach zusammengeklebt, ist klar. Jetzt sollen ja auch keine dicken werden, sonst würde das hier noch schlimmer sein. Ihr seht ja schon, dass das echt schwierig ist, das immer rein und raus zu schieben hier. So, kaffeefärbtes Papier. Und dann kommt so ein Poringpapier. Und in der Mitte kommt nochmal so ein kariertes mit Kaffee. Und hier ist so ja Salz noch drauf, glaube ich. Das klebt noch da dran, ne? Wenn man das ja nicht mehr abgekriegt hat. So. Poringpapier und hier ist diese kleine, ja, was heißt, weiß ich nicht, Tagspot oder was auch immer, wie auch immer das heißt. So, und dann kommt hier der nächste Umschlag mit dieser Karte. Ja, finde ich jetzt ganz gut geworden, ehrlich gesagt. Und ich freue mich darüber, dass ich die Papiere benutzt habe und verbraucht habe. Ja, und dann kommt hier dieses Billigband und da ist es genauso. Da haben wir hier so ein kleines Teil und hier ist Heftchen. Ups. So. Und ja, kaffeefärbtes Papier. Dieses von dem Notizbuch. Und da kommt noch ein Spruch. Dann mal dieses Ding hier mit dem kleinen Zettelchen drunter. Ups. Ja, geht es weiter. Und hier kommt noch mal eine große Karte zum Vorschein. Mit diesen Blümchen. So, ich sage ja, am besten ist man schiebt es so ein bisschen auseinander, wenn man die Karten drin macht. So, und jetzt ist hier nochmal diese kleine Tasche mit diesen beiden kleinen Teilen. Und hier haben wir noch den letzten Umschlag mit der Karte. Jo. Und dann sind wir fertig. Huch, hier ist was. Oh, sehe ich schon, siehst du, vom Hin- und Herschieben. Müssen wir das nochmal richtig ankleben hier. Das ist nicht richtig angeklebt gewesen. Aber sowas fällt Ihnen ja noch so. Und dann muss ich mir die ganze Zeit nochmal überlegen, wie ich da diese Dingeldange da nochmal ranbastel. Da muss ich jetzt wirklich nochmal einen Faden anknüppern. Und das Ganze neu machen. Ja. Hilft nicht. Also bin ich doch noch nicht so ganz fertig, wie ich mir das dachte. Aber egal. So. Schlingen wir wieder hier unter Band rum. So. Zack. Und dann kommt das hier so rein und gut ist. So, und damit haben wir jetzt so ein kleines Journal fertig, was dann auch irgendwann hier so ein Dingeldangel dran kriegt. So, das war's jetzt für diesen Moment. Ja, ich habe heute frei, heute ist ja Freitag und ich wünsche euch einen ganz tollen Tag. Und ja, ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Video. Macht's gut, tschüss.